Gelände. Also heute Vormittag kam es in der Nordstadt im Bereich einer Schule zum Versprühen von Reizgas. Daraufhin wurde die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr ist hier im Einsatz, um die Räume zu belüften. Sie war mit 7 Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen da, ebenso der Rettungsdienst sowie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug. Also insgesamt haben wir jetzt 17 leicht verletzte Schüler, einen Lehrer, die nach kurzer Behandlung dann entlassen werden konnte. 3 Personen sind derzeit noch in Behandlung. Also der konkrete Ablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim, das Haus des Jugendrechts, hat die Ermittlungen aufgenommen. Tatörtlichkeit war im Bereich eines Flures bei den naturwissenschaftlichen Fachräumen. Es waren im dortigen Bereich 2 Klassen und Lehrerschaft betroffen. Weitere Klassen waren nicht betroffen. Das weitere Vorgehen war so, dass die Räume belüftet wurden. Gefährdung besteht derzeit absolut nicht mehr für die Schüler und Lehrer oder sonstige Teile der Bevölkerung. Und nun laufen die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Verursacher dieser Versprühung der reizenden Stoffe. Also Schüler wurden vor Ort hier betreut. Für die größeren Klassen oder älteren Schüler, Klasse 6 bis 10, wurde der Unterricht vorzeitig beendet. Die anderen Klassenstufen machen den Unterricht normal weiter und am Montag ist der Schulbetrieb wie geplant. Ich gehe schon. Echt? Ja. Ich muss jetzt noch in die Piste verlegen. Attest abholen für meine Eltern. Oh. Deswegen tschüdelö. Ja, natürlich, klar. Aber was willst du da vorne? Du kommst wieder da. Ja, genau. Das sind sie jetzt auch nicht mehr. Nö. Und dann kommt der Atta rein. Sie werden älter. Da hast du wirklich viel aufgestanden, ey. Das kam von mir, das Material. Wenn du der Weg dann die Schüler abbringen. Keine Ahnung.
Ja, wie geht's Ihnen? Gut, wir wollen geht's wieder gut, ja? Ja, ja. In Ihrer Klasse auch? Ja, den, ja. Und den anderen? Euren Kilometer Stück. Ich bin von der Presse Einsatzreport 24. Ah, okay. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe den Kaffee geholt, aber. Ganz gut. Oh, ja.